Hallo meine Lieben, es geht weiter mit Sternzeichen Schütze. Und wir sehen dieses Sternzeichen ein wenig komplizierter als die andere, weil das hier mit Person dargestellt ist, aber Sie können das auch einfacher machen. Vielleicht machen wir das heute so eine einfachere Version, dass wir nur Bogen zeichnen und Feuer als Elemente. Ja, ich gucke, wie die Reise führt. So könnte das aussehen mit Mensch. Und bevor wir anfangen, sollten wir die Größe von Bild bestimmen. Ich habe mich für quadratische Format entschieden, weil dafür einfach eine wunderbare Rahme gibt, wo man das alles sehr gut einrahmen kann. Das Bild ist 14 x 14 groß und wir fangen mit den Zeichen an, mit dem Bleistift zeichnen, und Sternzeichen Schütze hat Element, so also hat so sein Symbol, das sieht so aus, eine Pfeile und da ein Strich. Deswegen habe ich mir dann so ausgedacht, ich mache so diesen Bogen, diese Pfeile mit dem Strich. Und jetzt, wie gesagt, spontan würde ich sagen, wir machen das Ganze nicht so kompliziert. Vielleicht wird noch ein Video, Erweiterungsvideo dazu geben, wo ich das mit Menschen mache. Aber jetzt eine einfachere Version. Wir machen es folgendes. Wir zeichnen die Bogen. Das ist praktisch, hier könnte ein Strich machen, das ist von Ecke zu Ecke, damit man das von der Komposition so guckt, dass es hier wäre das eine Diagonal, und ungefähr in die Mitte machen Sie bitte einen Punkt, und von diesem Punkt zu diesem ziehen wir Halbkreis an, das ist unsere Bogen, der geht dann in diese Richtung und dann in andere Richtung zu dieser Ecke. So haben wir schon so der Bogen, von wo unsere Schütze schießt. Und dann ist diese Zeichen von Schütze, das ist wirklich, wie gesagt, das ist so eine Pfeile, so ganz normale Pfeile, und hier dann ein Strich. Das wäre so Element von Schütze. Zum Beispiel bei dem Zwillinge habe ich das auch nur der Element genommen und dann zwei Figuren da zugestellt. Hier würde ich jetzt nichts vorzeichnen. Hier entsteht dann so eine Flamme, weil der Schütze, das ist Element Feuer ist, und ich denke, das wird ein interessantes Bild kommen. Mal schauen, was es wird, wie es wird. Wir nehmen heute als Konturen Acrylfarbe. Das ist so eine ganz dünne Acrylfarbe. Und bevor wir mit den malen, müssen wir das schütteln, weil sonst setzen die Pigmente sich unten ab. Und dann haben wir hier so eine Pipette. Und mit dieser Pipette werden wir praktisch so ein bisschen vorzeichnen. Hier bei dem Bogen machen wir hier ein bisschen mehr Farbe. Nach unten einfach loslassen und hier auch. So, der Element würde ich freihandig machen. Und hier machen wir ein paar Strichen, dass es praktisch hier unsere Feuer entsteht. Mehr würde ich nicht machen. Wie ihr seht, das ist einfach ein paar lockere aus dem Handbewegung Striche. Und dann nehmen wir unsere Röhrchen zum Pusten, Strohhalm, und wir pusten das, wie die Feuer geht. Dann würde ich sagen, so in der Richtung, einfach von unten nach oben rein, und wir gucken, was passiert. Sieht schön aus, da unten nochmal. Und hier vielleicht ein bisschen nach oben. Ups. Ich würde hier noch ein Tröpfchen machen, weil das ist sehr interessant. Vielleicht würde ich jetzt kein Tröpfchen machen. Ich mache jetzt ein Tröpfchen hier auf meine Palette, und der Rest, weil das hat sich schon alles sehr gut ergeben, mache ich mit feinen Pinsel. Ich nehme die Pinsel Nummer 1, sie hat sehr tolle Spitze. Und zuerst mache ich hier den Bogen, weil wenn ich dann hier weitermache, dann könnte das sich verschmieren. Wir fangen immer so mehr oder weniger von oben nach unten. Und hier zeichne ich erstmal meinen Bogen fertig. Oben ein bisschen dicker, nach unten dünner und dünner. Und es ist vielleicht bequemer, wenn Sie hier so Punkt machen und von diesem Punkt die Linie rausziehen. Was man auch nehmen kann, kommt mir gerade die Idee, wenn ihr mit Pinsel noch nicht so ganz befreundet seid, können Sie einen permanenten Marker dann nehmen und diese feinen Sachen mit permanenten Marker machen. Aber wie gesagt, es muss wirklich ein permanenter Marker sein, weil sonst, wenn wir mit Farbe anfangen, fließt das alles und das ist nicht ganz nett. Und dann eine Linie nach oben, nach unten ziehen, von oben nach unten. Am Anfang ohne Druck,
So, dann wird die Linie dünn und je weiter wir nach unten gehen, desto mehr Druck üben wir aus, dann wird die Linie dicker. In Grafik ist das wichtig, so dünn anfangen, nach unten ein bisschen so drucken und wie ihr seht, die Tinte, so die Farbe war weg. Nicht so schlimm, können wir wieder von hier anfangen, wieder so ein bisschen dünn ziehen und nach unten ein bisschen fester. Und dann Vorgang ein paar Mal wiederholen. Oder sonst kann man dickere Pinsel nehmen, dann geht das mit einem Mal. Aber wie gesagt, am Anfang ist das auch besser mit dünneren Pinsel, dann ist das gezielter. Und hier machen wir Spitze schon wieder von Spitze ganz leicht und dann drücken. Oben ganz leicht ohne Druck nach unten drücken. Und so hat man einen Bogen. Hier könnte man das nachkorrigieren. Eine Pfeile geschaffen und wie gesagt, bei Sternzeichen Schütze, dann hat man so der Element, das ist diese Pfeile und bei dieser Pfeile ist noch ein Strich und das würde ich auch hier so machen, erstmal leicht und dann am Ende ein bisschen fester drücken. Zack, fertig. Das ist der Element von Schütze und das ist unsere Dekorierung. Ich würde hier auch natürlich so eine Linie, noch eine dünne Linie dazu machen. Das ist eine Verbindung, weil der Bogen hat natürlich auch Faden. Und aus diesem Element, was da so spontan entstanden ist, mache ich jetzt, zeichne ich jetzt Feuer. Zittrige Hand, geht's weiter. Und wie wir alle wissen, der Feuer hat solche, bei Kerze kann man das ansehen, da sind die solche Elemente, Bauch ein bisschen dicker, nach oben kommt die Flamme und hier, wenn ihr das zeichnet, könnte sein, dass bei euch ganz andere Feuermuster entsteht. Und zum Beispiel ab und zu, wenn ich die Sternzeichenbilder als Auftragsarbeit mache, benutze ich die Glückszahl. Jeder Mensch hat ein Glückszahl und so können Sie sagen, so wenn es euch interessiert, können Sie das in den Kommentar schreiben und dann würde ich mehr darüber erzählen. Und zum Beispiel, wenn ein Mensch Glückszahl 3 hat, dann können wir, so hier ist das zum Beispiel, ich habe Glückszahl 3, aber ich bin Zwilling, aber hier könnte man so sagen, ich nehme diese 3 Flammen und so könnte ich auch noch Bild noch interessanter machen mit meinem Glückszahl und so habt ihr wirklich ein tolles Glücksbringer geschafft. So, und wenn ich meine Komposition anschaue, hier bin ich mit Zeichnung fertig, dann würde ich hier unten unterschreiben, man könnte das auch oben machen, der Unterschrift setzen, aber hier würde ich das hier unten machen. Und wenn ihr das zu Hause macht, malt, es ist immer wichtig, weil ab und zu erzähle ich das und bin ich dann fast in anderen Welt und dann male ich unten, dann gehe ich nach oben und dann mit Hand könnte man das verwischen. Deswegen besser immer von oben nach unten, dann seid ihr auf die sichere Seite, passiert nichts. Und wenn die Farbe trocken ist, wie gesagt, dann ist sie wasserfest, dann können wir das mit Aquarellfarbe anfangen. Was mache ich? 2003? Nee, hier mache ich noch 2. Dann hat man hier 2023. So ist unsere Zeichnung fertig. Das Bild sollte trocknen und nach dem Trocknen, das trocknet ca. 15 bis 20 Minuten, dann machen wir das mit Aquarellfarbe weiter. Hallo meine Lieben, jetzt wo die Farbe nicht mehr glänzt, sollte es das ziemlich trocken sein. Zum Überprüfen kann man auch leicht mit der Hand drüber gehen und wenn es keine Farbe bleibt, dann ist das sicher trocken. Es ist wichtig, weil wenn die Farbe nicht komplett trocken ist, könnte es sich mit unserer Aquarellfarbe verwischen und dann haben wir keine leuchtende Farbe. So, ich habe für Element Wasser mir 3 Farben ausgesucht. Das sind warme Farben. Das ist einmal Cadmiumgelb. Und wenn wir die Aquarellfarbe mit Wasser verwischen, da werden sie heller, heller. In Aquarellfarbe verwenden wir kein Weiß. Und damit die Farbe heller wird, nehmen wir einfach ein bisschen mehr Wasser. Je mehr Wasser, desto heller die Farbe. Je weniger Wasser, desto dunkler die Farbe. Ja, so wie ihr seht, da könnte man das auch so mehr Farbe nehmen, dann wird die Farbe dunkel. Weniger Farbe, mehr Farbe. So haben wir ganz schönen Farbverlauf. Und dann habe ich auch nochmal einen roten Farbton ausgesucht. Und das auch, wenn wir das ein bisschen mit Wasser
verbinden, seht ihr, wie die Farbe richtig sich entfaltet. Und von hell zu dunkel haben wir einen schönen Verlauf. Wie gesagt, viel Farbe ist das dunkel, wenig Farbe, mehr Wasser wird es heller. Und jetzt werden wir unsere Feuer hier, das ist wie gesagt die Schütze, ist das ein Feuerelement dazu eingeordnet. Wir haben hier drei Flammen gezeichnet und die würde ich jetzt einmalen. Und ich würde das so machen, dass man in die Mitte praktisch so mit dunklerer Farbe anfängt und dann heller, heller, heller wird. Wir fangen immer in Aquarell von hell zu dunkel. Das heißt, erstmal die hellste Farbe ist die Gelb und die Spitzen machen wir mit hellster Farbe, so gelb. Dann nehmen wir die mittlere Farbe, das ist dann Orange, wird dann so reingeflossen. Und dann die dunkelste Farbe in unserem Fall ist das Rot. Dann machen wir hier so Rot. Und so haben wir einen Farbverlauf. Man könnte sich so auch so ein bisschen nachhelfen. Zum Beispiel, ich würde gerne Rot an die Ränder ziehen. Und so könnte man das auch wirklich so wie feurige Struktur dann so machen, dass das Licht in die Mitte bleibt und so ein bisschen rote Umrandung kommt. Und hier zum Beispiel können wir auch so ein bisschen anderes machen. Wir können mit Orange anfangen. Das ist unten so hier über die zwei Fächer könnte man auch gehen. Hier machen wir Orange. Dann machen wir die Spitze nur mit Wasser. Dann praktisch die Orange läuft dann weiter. Und hier unten machen wir so ein wenig von Rot. Und das ist dann hier nur die untere Fächer, so diese kleine mit Rot angemalt. Und so sieht er, mit gleicher Farbe können wir unterschiedliche Effekte erreichen. Wir können auch nur Rot sehen, dann geht das Ganze so ein bisschen in Rosa. Das ist so auch ganz andere Farbton, ganz andere Farbverlauf. Ich würde auch diesen roten Ton so ein bisschen hier runterlegen, weil das ist, wie gesagt, Feuerelement. Und da würde ich, für mich Feuer ist richtig rot, dann würde ich hier so ein bisschen mit roter Farbe arbeiten und dann Rot in Orange fließen lassen, so, damit das untere Bereich so noch mehr Energie kriegt. Und hier der Feuer nach außen mit einer Flamme nach außen geht. So. Und damit es unten ein bisschen weicher aussieht, dann nehme ich nur Wasser und hier lasse ich das alles ein bisschen verlaufen. So hat man einen leichten orangenen Schimmern. Und hier können wir das auch so machen. Und ich würde in diesem Bild oben wirklich nichts mehr machen, dann so weiß lassen und nur die unten diese feurige Sachen. Aber was ich noch so ein wenig machen würde, das ist hier in diesem Bereich ein bisschen gelb, damit wir ein Gleichgewicht in Bild kriegen. Das ist nur so, gelbe Farbe ist sehr, sehr leichte Farbe im Vergleich zu Rot, aber das wird auch so ein bisschen Gleichgewicht im Bild schaffen. Und dann einfach mit Wasser, das ist so wie kleine Sonne da hinten. Ja, in beiden Seiten. So betonen wir noch Element von Schütze, so diese Pfeile praktisch. Und man könnte dann so sagen, okay, Sonne ist das auch Feuer, ist es auch Licht. Und so könnte dann hinter der Pfeile so ein bisschen Sonnenstrahlen kommen. So, meine Lieben, unser Schützebild ist fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Albina.